Servus und herzlich willkommen zurück zu Space Astronomy mit Malte, Melanie und mir. Hallo. Wie ihr seht, sind wir schon in den Raketen, in den Tier 3. Ja, man sieht die blauen Nasen. Oh, ich sehe mein. Ah, siehst du, ich habe vergessen, das Jetpack anzuziehen. Oh, das mache ich aber schnell nochmal, bevor ich hier. Das hat mir nämlich beim letzten Mal den Bobbes gerettet. Ja, ich habe dass ich gleich wegfliegen konnte. Okay. Ja, Hauptsache, ihr habt euer Sauerstoffzeugs alles umgeschnürt und eure Fallschirm und so weiter. Ja. Okay. Moment mal. Wo habe ich denn jetzt meine Rüstung hingetan? Das weiß ich nicht. T-10 Sekunden. Oh mein Gott. T-9 Sekunden. Oh mein Gott. T-8 Sekunden. I'm nervous. T-7 Sekunden. T-6 Sekunden. Okay. Ach, dass ja. Die Astronauten immer so unruhigen Darm haben und nochmal kurz aufs Klo müssen. Du musst doch nur Pipi. Aufregung. Ja, ich habe mir jetzt in den Kleiderschrank gepieselt, damit es schneller ging. Ja, also wir sind auf dem Weg zu neuen Gefilden, wie ihr euch jetzt denken könnt, ne? Ja. Wo fahren wir eigentlich hin? Auf die Venus? Wir fliegen, genau. Vielleicht? Ja, wir fahren. Mhm. Okay, aber ihr sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn ich dann abbiegen muss, ja? Ja. Wohin? Nee, genau. Okay, nee, dann machen wir jetzt, jemand anders kann rückwärts zählen. Jemand anders, 5, 7, alles klar. 9. Dann 3, 2, 1. So, davon mein kleiner Luftballon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Lift off, Start! Yeah! Das ist schon die letzte. Alle Winde sind ausgegangen. Das sieht ja pustig aus. Pustig. Ach, ja, ist bei mir schon wieder alles voll hier mit den Sternen. Bei mir ist alles richtig. Nee, bei mir ist alles schwarz. Ja, ich hoffe, wir kommen dann, wenn wir jetzt hier am Tag. Die Venus ist so schnell, ich krieg sie nicht. Da ist, wo ist denn die Venus? Erde. Also innerhalb der Erde. Der zweite Ring. Der, ja. Ja, ich hab sie. Ja. Oh. Wir können. Sieht ganz wollen schön wir? Stürmisch okay, aus. Wollen ja. Wir? Ja. Ja. Ich hab Angst. Ich bin auf dem Weg. Los. Ich falle. Gleich. Nee. Oh. Ah. Hey. Ach, ich finde immer wieder diesen stylischen Fallschirm geil. Oh, da ist irgendwas. Ziemlich viel Zeugs, Kram, Lava und. Ich sehe noch nichts. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Scheiße. Was ist passiert? Hier sind überall so viele Monster. Oh, ich brenne schon. Ach du Scheibe. Oh, ich brenne. Oh. Holt schnell aus den Kisten das Zeug raus. Hier ist ein Dungeon. Direkt am Spot ist ein Dungeon. Oh Gott. Jemand muss verteidigen und jemand muss mal das Zeug rausholen. Ich hab nichts in den Kisten, aus der Rakete. Ja, ich hab auch nichts außer der Rakete. Okay. Ja, wer lädt die Kisten? Ich mach die Verteidigung. Ja, ich hab hier immer. Und ich brenne schon wieder. Ich hab bei mir, in den Raketen hatte ich ziemlich viel Zeug drin. Das muss ich erstmal rausholen. Hier ist ganz viel. Ah, ich bin. Ja, ich hole den Treibstoff raus. Ich hab die Rakete nur rausgeholt. Ich hab zwei Raketen rausgeholt. Lasst uns irgendwo auf die Bergspitze da oben oder irgendwo hingehen. Boah, meine Güte. Mit das hier einsammeln jetzt. Wo seid ihr? In welche Richtung? Ich weiß nicht. Irgendeine Bergspitze. Die sind alle bevölkert. Ja. Gott! Donnerstag war euch auch so laut. Sind das gleich mehrere Dungeons hier? Da hinten ist auch ein Dungeon, ja. Okay. Oh.
Razzillionen Dungeons. Ist doch geil. Ja, schon. Aber ich brauche erstmal. Ich leuchte ihm mal alles aus. Ich brenne schon wieder. Oh, ich sinke so langsam. Wie ist denn hier die Schwerkraft überhaupt so? Na, auch ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie auf dem Mond. Nicht so krass. Okay. Also, wie gesagt, ne, Lava gibt's hier in Hülle und Fülle. Ich weiß nicht, wo wollen wir doch hier bleiben und dann uns hier reingraben? Erstmal ein bisschen leuchten. Haben wir erstmal die Dinger leer gemacht? Ja. Kisten sind alle Kisten leer. Denke. Aber wissen tue ich's nicht. Ich schau noch mal rein. Es war ja eigentlich nur auf dem Mond mit den Mondrovern. Also hier ist zwar überall noch ein bisschen Treibstoffreste drin. Die Paratruhen können wir hier erstmal so stehen lassen. Die sollten ja nicht verschwinden. Und dann mein Spiel ist gerade abgestürzt. Oh nein! Ach. Ich hatte nämlich auch eben kürzlich keinen Ton. Oh. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Du verpasst den ganzen Spaß. Und ich brenne andauernd. Von was denn nur jetzt? Von diesem blöden... Sei doch einfach nicht so Feuer und Flamme. Nee, wir sollten uns nach unten graben. Das ist... Autsch. Oh, hier ist ein Enderman. Wow. Oh. Wie süß. Scheiß Spinne, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Exakt, blödes Fieder. Aber hier kann man gut Magma organisieren, das finde ich wieder gut. Ja, ich habe schon 11 Magma-Creme. Finde ich gut. Der Donner ist unheimlich. Ja. Bisschen. Ach, hier ist das mit diesen Dungeon, was ihr gemeint habt. Okay. Ja, überall so Trichter. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wo wir jetzt... Also irgendwo auf einem Berg müssen wir die... Willst du dich in die Erde buddeln? Ja, eben, ne. Aber wir müssen ja irgendwo oben auf dem Berg würde ich die Windmühlen hier platzieren. Dann hier doch einfach hier rein. Genau, und dass wir uns hier reingraben, dann setze ich die einfach mal hier oben hin. Ich mal ein bisschen ein bisschen abgraben. Da vorne sehe ich die Sonne, aber scheinbar weiß ich gar nicht, ob das irgendwas ändert. Da ist jetzt halt nur unser Treibstoff noch drin, ne? In den Truhen. Ja, lass die erstmal stehen. Ja, ja. Weil vielleicht. Ich wollte sie jetzt nicht wegtragen, ich wüsste auch nicht wohin. Wo seid ihr? Ich bin oben. Ah, da hinten. Ich seh's. Du hattest doch so Zäune gehabt, Anja? Ja, ich hab keine Tür mit. Ich brauche noch eine Tür. Zäune ohne Ende. Erstmal ein bisschen Licht hier noch machen. Oh Gott. Mann, ist das unfreundlich hier. Ja, ich sag. Cool. Ja, das ist schon irgendwie cool. Ah, so. Zäune. Wo soll ich die Zäune denn lang machen? Ich würde sie hier oben. Ich mache gerade so eine leichte Plattform und das würde ich einzäunen und da drin würde ich die Windmühlen setzen. Ach, du bist ganz da oben drauf, okay. Ja, naja, auf dem höchsten Berg. Ich denke mal, dass. Weil hier das Loch gegraben war. Na sicher, und dann gehen wir unter die Erde. Ich will nur oben für die Windmühlen Platz schaffen ein bisschen. Und hier können wir jetzt mal einfach einzäunen und dann würde ich in die Mitte die Windmühlen setzen. Warte mal, gib mich mal hier von dem Zeug. Ich kann dann können wir ja gar nichts mehr nehmen. Base haben. Ja, die können wir dann im Prinzip da reingraben. Kann ich denn nicht? So, von den Steinen. Wir sind mit Fenstern nach draußen. Oh ja, das wäre geil. Fenster nach draußen. Natürlich, ja. Das klingt richtig gut,
ja. So. Ja, ne? War ja auch mal eine Idee. Hey. Ja. Guter Bub. Ach, meine Musik hier ist so dramatisch gerade. Na, passt doch dann. Ja, es ist sogar passend der Prometheus-Soundtrack. Okay. Zum L, also zum Weltraumthema. Mhm. Passend. Ich stell dir mal einfach ein paar Kisten hin, ne? Mhm. Erstmal. Hat jemand die Windmühlen rausgenommen? Die hatte ich in eine der Rakete reingetan. Eine habe ich nehmen können. Dann ich muss jemand. Beide. Okay, dann müsstest du nämlich hochkommen, weil ich war jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Ja, Moment. Oh. Hallo. Oh. Ach, die geht nicht auf. So, und von wo hattest du dich jetzt angegraben? Da, wo Erde ist. Ah, sehr gut. Mhm. Oh, das passt ja sogar. Da kommen wir ja von oben nach unten durch. Ja, eben. Oh, ja, dann Dönse hier. Ja, sind wir nämlich da auch ein bisschen geschützt vor den Meteoriten. Sehr gut. Ich setze hier jetzt auch die Raketen rein. Ich habe zwei normale und eine Güterrakete. Und auch Rampen. Da sind auch die Kammern drin. Oh, ich habe mal kurz dicht gemacht. Wir bräuchten dann auf jeden Fall auch den Sauerstoff zuerst, ne? Ja, ja, ja. Da habt ihr das drin? Einfach mal Rakete, Dings. Lava, einmal Lava-Generator. Um uns Fallera. Da schleimt was oben. Hm? Da schleimt was über uns. Ja, ich weiß. Wie hab ich die drin? Nö, und da ist jetzt nicht. Was ist du? Ich würde mal zwei Truhen aufstellen, die man. Also Holztruhen. Für Hauptzeug, dass man die gleich so auseinanderhalten kann. Ja. Ach so, in der Mob-Kiste oder? Ja, irgendwo? Ja, ja. Ich jetzt, hab ich gerade eben gesagt. Ja, nee, ich. Wo? Ach so, hier. Gleich am Eingang. Mhm. Dann kann man sich da immer gleich mal entdecken. Mhm. Galle, hier Zattle. Ach ja. Ich würde dann aber auch irgendwie. Was sind die hier noch leer? Was ist das? Venus haben doch wir. Mal. Jetzt brauchen wir Kupferohre, Eisenohre, Goldohre, Zinn und Venus-Magma-Block. Jetzt ist es aber hier. Die Gewitter. Wo wollen wir denn den Sauerstoff aufbauen? Ja, ich will hier gerade eine Kammer machen und deswegen. Ah. Huch, habe ich die einen Kisten da abgebaut, um mal das noch ein bisschen einzuteilen auch. Mhm. Guck mal, er hat sie sogar farblich abgestimmt. Ja, cool ist er halt, ne? Mhm. Muss man ihr schon sagen. So, und du, ich gebe dir mal, du kannst ja vielleicht mal diese Luftschleusenrahmen. Schon einen ersten herstellen. Der kann im Prinzip hier durch, dass man hier eine Luftschleuse mal hinsetzt. Ah. Und dann können wir ja hier so einen nächsten Gang hier irgendwie reinmachen. Mhm. Ja. Cool. Genau. Cool. Voll unterirdische Base, finde ich richtig gut. Ja. Soll ich ein bisschen noch erweitern nach hinten? Ja, ich würde mal gucken, dass wir dann hier einen Raum haben, wo wir dann auch so viel größer ist, würde ich den vielleicht gar nicht machen. Okay. Genau, und dann haben wir hier einen zweiten Raum und hier würde ich jetzt den Sauerstoff machen und unten kommen dann die... Du weißt schon, dass es hier jetzt rausgeht gleich irgendwann. Ja, der wird nicht sehr groß. Der wird ja wirklich nur, dass die Sauerstoffteile mit den... sag mal, ich muss das noch ein bisschen leiser machen. Hast du noch Wahnsinn. Mal Thyrian? Ja.
kleide ich schon mal weiter am Ende. Mhm. Ich wollte in der Mitte, warte mal, Thyrian, hier kann ich dir geben, das oben und unten, und in der Mitte kann aber was Helleres, das wollte ich jetzt wieder chiseln, damit es halt nicht gar so dunkel wird. Muss ich gerade mal gucken, oh. Oh. Ah, ein Loch. Oh. Nein. Nee, das sieht komisch aus, oder? Oh oh. Was heißt oh oh? Oh, ist ein bisschen belagert hier. Ach mein Dings, mein Jetpack ist alle, oder was? Oh, hast du es nicht aufgehört? Haben wir einen Energieband mit? Ein was? Oh nein, wir haben keine Kapazitäten. Nee, ach scheiße, die haben wir vergessen. Mein Jetpack? Das oder andere? Wo ist das andere? Andere, das sieht blöd aus. Ja, okay. Können wir auch sowas wie das Thyrian? Ja, das gefällt mir auch nicht. Okay. Nimm mal das lilane Thyrian. Oder das, Sauerstoff hier auch leer. Ja, Moment, warte mal. Ich hab mal noch, eventuell. Wie sieht das aus? Das besser. Passt doch. Das ja, passt doch. Das finde ich gut. Mhm, okay. Huch. Werfen Sie mich hier mal nicht. Ich wollte eigentlich oben hin, aber ohne Jetpack finde ich das jetzt ein bisschen unamüsant, weil ich wollte von oben schon ein Loch nach unten graben. Ach so, warte mal. Weil wir brauchen ja Strom. Ja, ja. Mhm. Weil Luft ist bald alle. Wie lange ist denn hier noch so? Nacht? Macht keinen Unterschied. Hier wird nicht ja. Tag. Ach so. Weil die Wolkendecke ist so dicht. Ah, ich brenne. Oh, Entschuldigung. Ich hab dich gehauen. So, ich mach jetzt erstmal. Ich kümmere mich jetzt hier erstmal um die Sauerstoffsachen. Ich buddel das hier jetzt nach unten. Wo denn? Du musst im Prinzip gerade nach unten, eigentlich. Von wo denn? Warte mal. Von wo? Moment. Ah, ich kann mich nicht fliegen. Was will ich denn hier überhaupt mitdrücken? So. Oh, jemand müsste mir mal bitte so ein bisschen mittig, genau, eigentlich. Blätter noch geben, bitte. Ja, klar, ich kann sofort. Oh, oh, oh. So auf der Höhe der Windmühlen, eigentlich. Ja. Mich hier rein. Mach jetzt über mir zu wieder. So, Blätter. Nee, erst was essen, damit ich heilen kann. So, Blätter. Bist du empfangsbereit? Die Empfängnis. Ja. Jo. Okay, danke. Ich hab sie mit meinen Blättern bestäubt. Wo komme ich hier raus? Ja, du bist auf jeden Fall, du kommst in der Blätterkammer raus, sozusagen. Ja, das ist das ja ist doch schon mal richtig, gut, oder? Okay, doch nicht ganz. Ah, oder fast, okay. Wo ist... Ah, okay. Nee, die können wir ja noch größer machen hier. Genau, macht man noch auf. Ja. Passt dann doch. Ich muss bloß mal... Oh, ein Herzchen. Ich hab da oben das Loch aber wieder zugemacht, erstmal. Ja, ja, geht ja nur drum. Ich würde dann mal Leitern machen, oder? Sauerstoffsammler? Leitern? Ja. Oder. Für? Wie, für ja, dass wir dann da hochkommen. Ach so. Oder was dachtet ihr? Wie wir da hochkommen? Mit dem Chat. Wenn wir eine Stromquelle haben, dann ja. Vorher noch nicht. Oh, ich habe hier ein Venus-Magma-Rock gefunden. Okay. Oh, und noch ein. Das muss ich erstmal abbauen, schnell. So. Wie lange haben wir denn noch? Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Oh. Ja. Ah, jetzt habe ich es wieder aufgebaut. Okay. Nee, dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir jetzt hier erstmal weiter die Base einrichten. Genau, vielen Dank. Nee, hier sollte das die Kabel unten lang.
wo sind sie denn jetzt? Moment, ja, dann gucken wir, dass wir das hier weiter einrichten und... Ja. So, mach ich mal. Ja. Ja. Wir machen erstmal hier Tschüss und dann das gucken wir, wie es in der nächsten Folge weitergeht und wie wir hier schon ein bisschen was ausgebaut haben. Jo. Also, bis dann. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.